Herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Victoria 3 Let's Plays mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich bin der Palzi und ich wäre euch wie immer dankbar, wenn ihr daran denkt, das Video zu liken und gegebenenfalls ein Abo dazulassen. Wir haben ja, ich glaube, vorletzte Folge, also das neue Aufnahmesession jetzt für mich, vorletzte Folge Mexiko annektiert, sind auch immer noch dabei, die Staaten zu inkorporieren. Da dürften die ersten in 7 Monaten kommen. Ja, was sind Ziele für die Session? Das ist ja immer das Ding bei Paradox-Spielen. Man muss sich ja irgendwie eigene Ziele setzen. Gut, wir haben die beiden Achievements aufgerufen, die wir gerne mit den Vereinigten Staaten erledigen würden. Aber ja, große Ziele benötigen halt letztendlich kleine Schritte. Und die kleinen Schritte sind, wir haben aktuell 13 Kolonien. Das heißt, hier die Kolonien mal abschließen, um woanders kolonisieren zu können. Und dann halt für das sternenüberladende Banner-Achievement, für das man 100 Staaten braucht, dann vielleicht weiter Richtung Südamerika expandieren. Insbesondere die kleineren Staaten hier flessen vielleicht den einen oder anderen Staat in der Karibik. Wir haben 1620 Einfluss. Hudson Bay Company ist mir ideal. Hier sind wir perfekt, mit Russland perfekt, Preußen geht nicht, mit Österreich können wir wieder ein bisschen verbessern, Frankreich ist gut, das sind die Global Player, Spanien ist eh Rivale, obwohl wir die Rivalität nicht mal mehr nötig hätten bei dem Einfluss, den wir haben. So, dann würde ich aber gerne hier jetzt die Mittelamerikaner mal begutachten, nicht, dass wir da... in eine Situation kommen, dass wir die nicht angreifen können. Hier sind wir bei 0. 0. Honduras ist okay. Miskito ist ein Protektorat. Das heißt, die müssten wir... Mit wem haben die einen Verteidigungspakt? Mit Neugranada. Da können wir sie vielleicht bekommen, wenn wir mal irgendwann da ankommen. Hier sind die Beziehungen über ein Neutral. Und dann natürlich die Karibik. Da könnte man ja auch mal angehen. Haiti wäre ein schönes Ziel. Kuba. Puerto Rico. Das. Aber wichtig ist auch, dass wir unsere Wirtschaft jetzt mal langsam zum Brummen bringen. Wir haben viel zu wenig Bausektoren. Und müssen uns primär darum kümmern. Das Haushaltsdefizit. Also wir haben kein Haushaltsdefizit. Wir machen Plus. Aber wir haben immer noch Schulden und das müssen wir auch angehen. Als erstes Kontrolle, können wir noch Goldminen bauen? Nein, können wir nicht, denn Goldminen ist halt direkter Gelddruck. Aber da geht nichts. Dann also Blick in den Markt. Arti ist zu teuer, dürfte daran liegen, dass wir ein bisschen was exportiert oder was rausgeholt wird von anderen. Sprengstoffe zum Beispiel schützen wir mal. Werkzeuge werden wir schützen. Dünger weiß ich nicht. Nö, können wir auch schützen. Tatsache. Wo waren jetzt der Dünger? Bis zum Dünger waren wir ja gekommen. Da ist er. Clipper. Öl, obwohl wir es nicht brauchen, wird es geschützt. Stahl, Blei, alles schützen erstmal. Und dann gucken, wie die Marktpreise sind. Wir brauchen Arti. Viel wichtiger ist, weil wir brauchen Werkzeugfabriken. Die sind in Mache. Möchte aber nichtsdestotrotz die Eisenbahn auch weiter ausbauen. Das heißt, wir werden da abwechselnd Eisenbahn und Werkzeug vorantreiben. Hättest du auch vor der Session machen können, Palzi. Ja, hätte ich, habe ich aber nicht.
So, das wäre das. Und danach kommen nur noch Eisenbahnen. Okay, dann müssen wir mal gucken. Wenn wir in die Werkzeugfabriken da sind. Nee, komm, machen wir gleich. Färbemittel. Färbemittelplantagen. Kohle, noch viel wichtiger. Eisenpreis, auch nicht gut. Dann fangen wir mal an mit Kohle. 550 zu wenig. Das heißt, Kohleminen weiter ausbauen. Und dabei versuchen wir halt hier insbesondere den Bonus von den Appalachen zu nutzen. Ohio hat den Bonus, glaube ich, nicht, ne? Nee. North Carolina, Kentucky, Virginia und West Virginia. West Virginia kriegt drei Kohleminen. Und du fünfe. Dann haben wir acht Kohleminen. Mit acht Kohleminen kriegen wir 320 Kohle rein. Das reicht noch nicht. Das heißt, wir brauchen noch mal fünf Kohleminen. So, denn Kohle und Eisen sind die Motoren der Industrialisierung. Ne? Ja, ich weiß, dummes Sprichwort, aber es ist halt nun mal so. Wo war die letzte Werkzeugfabrik da? Ich möchte erst die Werkzeugfabriken hochbringen, aber schön immer abwechselnd. Bis die Kohleminen dann jetzt kommen. Dich und dich noch. So, und dann müssen wir natürlich, wenn wir auch hier abwechselnd bauen wollen, die Eisenbahn ein Stück pushen. Hatte ich hier nicht irgendwo eine Eisenbahn nach oben gebracht? Ich dachte. Ah ja, da. So, dann haut das hier hin. Das heißt, auf der zweiten Seite muss jetzt eine Eisenbahn nach ganz oben. Das ist viel Micro, was ich mache, aber A, ich habe meinen Spaß dran und B, ich bin irgendwie auch der Überzeugung, dass es halt wichtig ist, an mehreren Fronten voranzuschreiten und das ist halt die Art und Weise, mit der man das irgendwie parallel erledigen kann. So, das heißt, wir müssen jetzt wieder eine Eisenbahn hier hinholen. Nächsten Seite muss eine Eisenbahn nach oben. Und dann sind die Kohleminen auch durch. So, dann werden wir definitiv auch Eisenminen noch brauchen. Wo
Wo haben wir denn unsere Eisenminen? Ich bin mir ziemlich sicher, in Pennsylvania haben wir welche. Ja, eine Eisenmine produziert auch 40. Wir haben ein Defizit von 200, nee, 140. Also machen wir mal 5 Eisenminen oder gucken, wo wir da rund machen können, dass wir immer schöne 5er-Stacks haben. Virginia bauen wir aber auch Kohle gerade. Vielleicht sollten wir uns für Eisen mal einen nächsten Standort suchen. Hier können wir 9 bauen in Mexiko. Da sieht Jalisco besser aus. Einmal Shift-Klick. Rein in die Bauqueue. Eisenminen, Eisenbahn ist vom nicht so leicht zu unterscheiden wie Kohleminen, Eisenbahn, dadurch, dass die Buchstaben die ersten 5 ja doch identisch sind. Einen noch hoch. Ich fange jetzt an, mit den mexikanischen Provinzen auch schon zu operieren, denn die sind ja teilweise doch in Kürze 7 Monate halt drin. So, das ist das Eisenproblem. Nächste sind dann Färbemittel, die teuer sind. Wie ist denn beim Grundbedarf? Transport müssten wir die... Oh, Papier ist auch ganz wichtig. Denn das sind ja direkte Kosten. Haben wir denn in den Papierfabriken? Ja, sind wir. Uns fehlt einfach Papier. Papier sind wir auf 100 pro Fabrik. Uns fehlen 300. Also 3 Papierfabriken, mit anderen Worten. Da haben wir ein paar. Gibt es noch irgendwo welche? New Jersey hat welche. Ansonsten nicht. Davon 2. Und baut man dann schon einen weiteren Standort auf. Fangen wir mal in Mexiko an. Ja, und jetzt sind wir auf Seite 4. Ne, wenn sich das mit dem Haushalt weiter stabilisiert, müssen wir auch Bausektoren noch zwischenschieben. Aber das kriegen wir schon irgendwie geregelt. So, dich bitte runter. Hier. Papier, Papier, Papier. Letzte war Papier, das heißt hier Papier und zweiter, ja. Und jetzt lassen wir erstmal anlaufen. Wird doch langsam Zeit, Palzi. Langweilig seine Zuschauer hier, ja. Weiß ich nicht, ob alle das so langweilig finden. Wenn man ein Faible für Zahlen und Friemelei hat, um Optimierung zu erreichen, dann ist das für die vielleicht genauso interessant wie für mich, du Pappnase. So, laufen lassen. Wahl in 180 Tagen. Kolonien klappen wir hier mal ein, brauchen wir aktuell nicht. Wahlkampagne auf Schiene. Arthur Grigsby, das ist der Vorsitzende der Landbewohner und damit unser aktueller Präsident, will ganz Nevada mit dem Zug bereisen, um für seine Partei, die Volkspartei, Wahlwerbung zu machen. Momentum hinzufügen oder also Eisenbahndurchsatz zu reduzieren, finde ich nicht gut. Allerdings bekommt er dann noch mehr.
Ach, dann soll er halt, dann werden wir halt weiter von den Bauern regiert. Ist auch okay. Nebraska ist abgeschlossen. Können wir denn dann Nebraska, das müsste ja irgendwo hier sein, ne? Wenn ich... Da. Ich finde es halt immer ganz gut, sich ab und zu mal auf der Karte zu bewegen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo was liegt. Und gerade in den USA mit den Staaten, da bin ich teilweise selber ein bisschen unsicher. Die Inkorporation können wir uns leisten. Herzlich willkommen in den Vereinigten Staaten Nebraska. Das heißt, eine Kolonie weniger. Wie schnell geht Nebraska eigentlich? 21 Jahre, weil da wahrscheinlich sehr viele native Einwohner leben. Ja, Dakotanisch. Naja, dann ist dem halt so. Ich weiß, bin echt am Überlegen gerade, ob das hier irgendwas geändert hätte, wenn man das aktiviert hätte. Ah ja, wir dürfen auch nicht vergessen, den Wilden Westen nochmal zu kartieren, aber ich will erstmal raus aus den Schulden jetzt. Die Wirtschaft muss brummen, das ist das Allerwichtigste. Ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass wir jetzt schon mal wieder 4 Bausektoren nachschieben könnten und wahrscheinlich auch sollten. Was haben wir hier für Probleme? Niedriger Marktzugriff in Nevada. Wieso ist denn in Nevada... Hä? War Nevada nicht hier irgendwo? Da. Die haben schon 2 Eisenbahnen. Haben die da gerade Goldrausch? Ah ja, Goldfelder. Und da arbeiten natürlich entsprechend viele Pops. Okay. Nee, dann ist das ein temporäres Dringen. Wenn die Goldfelder erschöpft sind, dann wird sich das von alleine regulieren. Ja, wir haben immer noch 12 Kolonien. Ne? Ich habe das ja schon einmal erwähnt mit meiner Faustregel. Pro Kolonisationsstufe kriegt man gutes Wachstum, wenn man Faktor 3 nimmt. Also mit 9 Kolonien hätten wir in meinen Augen optimales Kolonialwachstum. Das Maximum, was man haben sollte, ist dann das Doppelte, also 6 Kolonien pro Kolonialamtsstufe. Also wir könnten auch mit 18 fahren, aber sehe ich im Moment nicht. Interessen können wir keine definieren. Könnten das aber ändern, indem wir zum Beispiel einen Staat in der Karibik erobern. Und wenn ich hier Haiti sehe, die sind feindselig. Das schreit ja praktisch danach. Hier im Osten leben mehr Leute. Santo Domingo, Haiti. Also könnte man vielleicht mal überlegen, da anzugehen, um bei den Interessen noch eins erklären zu können. Aber aktuell sieht das ja gut aus. Wüsste nicht, wo wir jetzt noch schnell ein Interesse hinsetzen sollten. Na gut, Japan, falls da immer noch Hokkaido frei ist, ja. Ich habe da gerade was gesehen. Wir haben ja nur noch 12 Kolonien. Das ist ja nur Faktor 4. Man könnte ja...
tatsächlich jetzt hier was angehen? Windwardküste, Guinea. Und die Franzosen haben keinen Fortschritt in ihren Kolonien. Ja, aber die Niederländer hier. Aber hier nicht. Das heißt, wir könnten auch im Senegal. Nur, dass man hier 1, 2, 3 kolonisiert. Oder was ist das da? Mauretanien, die haben aber den Sahara-Malus. Während das halt hier nicht gegeben ist. Und das ist alles nur Malaria, das können wir handeln. Und bevor sich das jemand anders holt. Holen wir uns doch das. So, Windwardküste, Guinea, Senegal. Abmarsch. Da ist ein Diplomatiespiel, Neutralität erklären. Gemacht. Polizeigewalt mal wieder. Ereignis in Massachusetts. Polizisten in Massachusetts greifen immer häufiger zu extremer Gewalt. Die Arbeiterklasse und all jene mit einem sozialen Gewissen wettern gegen die Polizei als Institution. Ja, die Iren wieder. Saufen zu viel Guinness und am nächsten Tag ziehen so ihre Uniform an und prügeln mit dem Knüppel alles wieder. Nieder oben, ihrem Frust über ihren Kater freien Lauf zu lassen. Da, bitte sehr. Dann müssen wir die Institutionsstufe wieder erhöhen. Dauert wieder ein Jahr. So, Wahlen in 2 Monaten. Volkspartei, also die Bauern haben wieder gewonnen. Umkämpft. Was wollen wir an Gesetzen verabschieden? Ist halt die nächste Frage, ne? Oh, wir könnten Laissez-faire durchbringen, weil die Kleinbürger dafür sind. Kleinbürger sind aktuell noch in der Regierung, ne? Ja, könnten wir auch drin behalten. Nur mal gucken. Achso, da wollen sich einige zusammentun jetzt. Ihr wollt in die Demokratische Partei. Das ist aber nicht gut. Die Kleinbürger würde ich nämlich an sich gerne rauswerfen dann. Gibt auch keine Bewegung dafür, die das gerne unterstützen würde. Protektionismus mag ich, jedenfalls mehr als Freihandel. Proportionalsteuern kriegen wir keine Mehrheit. Gewählte Verwaltung ist auch super. Multikulti. Allgemeines Wahlrecht. Sind die Intellektuellen. Aber ich glaube, da kriegen wir Pflanzer und Industrielle. Die sind aber eh nicht in der Regierung. Das heißt, wir könnten die Intellektuellen drin behalten. Was würde das für eine... Hätten wir eine rechtmäßige Regierung. Das ginge also. So, Versammlungsfreiheit. Da fehlt uns noch Menschenrechte. Menschenrechte.
Menschenrechte. Oh, Menschenrechte scheint recht wichtig zu sein dann. Der Rest ist völlig okay. Das heißt, wir werden die Kleinbürger rausschmeißen. Haben dann eine gute Legitimität mit den Landbewohnern und den Intellektuellen. Die können sich da gerne zusammentun, bestätigen das Ganze und dann können wir ja als Gesetz mal das allgemeine Wahlrecht angehen. Ist keine hohe Chance, sind 13, aber warum eigentlich nicht? Migration geht weiter. Arizona ist abgeschlossen. So, jetzt mal wieder gucken. Finde ich Arizona? Ja, finde ich. Inkorporieren wir auch gleich. Defizit droht. Das heißt, wir sollten mal gucken. Wegen Regierungsverwaltungen. Dann bauen wir mal eine in Colorado. Obwohl, die wachsen gerade noch. Arizona. Ihr kriegt eine. Texas kriegt eine. Ach komm, Colorado auch. Was soll's? Drei Regierungsverwaltungen mal zwischenschieben. Erhöht den Papierpreis nur noch weiter, Palzi. So, da ist Triage. Die können wir aber nicht umsetzen. Und die gezogenen Rohre. Ereignis: Kriegsgewinnler. Pazifisten unter der Führung von Raphael Stark protestieren gegen die Waffenproduktion in New York. Wir reduzieren hier gar nichts. Evangelikale. Wir werden uns nicht für unsere gute Handwerkskunst schämen. Genau so ist es nämlich. So, gezogene Rohre. Das heißt, wir müssen in die Waffenfabriken reingucken. Können da mehr Gewehre produzieren. Hier nutzen wir mal Glattrohre. Dann haben wir den Split immer noch. Das ist okay. Dann die Tech. Backpulver kommt. Das ist die letzte Zweier-Tech. Und danach können wir auf die Dreier gehen. Im Militär ist mir eigentlich gerade egal. Da wird auf jeden Fall ein Spread, wenn dann auf die Dreier kommen. Und hier kommt die Arbeiterbewegung alleine als letzte Zweier-Tag. Das heißt, ich werde jetzt hier Backpulver unterstützen, um danach hier gleich weitermachen zu können. Allgemeines Wahlrecht nicht durchgegangen, bürokratische Verwicklungen. Diejenigen, die auf die Durchsetzung des allgemeinen Wahlrechts hinarbeiten, mussten feststellen, dass sie in einem besonders komplexen Ablauf bürokratischer Vorgänge stecken. Die Arbeit hin zu der Reform ist damit nahezu vollständig zum Stillstand gekommen. In beiden Fällen, hier ist nur Erlassungszeit, aber radikale und hier Erfolgschance auch noch. Dann nehmen wir das, brechen das Ganze dann ab. Und gucken, wir hatten da noch andere Sachen, die wir machen konnten. Achso, da fehlten aber die Menschenrechte.
Laissez-faire geht nicht mehr, weil die Kleinbürger nicht mehr drin sind. Ich glaube, dann machen wir erstmal gar nichts. Hätte es auch laufen können lassen mit den 4% Palti. Ja, ich weiß. Habe ich aber nicht. Und dafür entschuldige ich mich und hoffe, dass euch die Folge trotzdem gefallen hat. Und ich würde mich wie immer darüber freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis bald, euer Palzi.